Auf den Laufstegen der Welt hat sich Neues getan. Die Sommerkollektionen sind draußen und diese müssen wir heute besprechen. Hallo liebe Rätselfreunde, hier bei Betreutes Denken zusammen Rätseln statt Langeweile. Und schaut euch mal diese slicke Hose an, dieser Dude. Der kann es auch einfach tragen. Also ich könnte es glaube ich nicht so tragen. Aber schaut mal selber, das sind Ballonhosen, die sind mit Luft gefüllt. Total end schick, würde ich sagen. Ballonhosen, das ist der neue Trend. Ich glaube, 2021 ist Zeit dafür, auch mit Turban kombiniert, endschick. Auch vor allem mit Turban jetzt hier kombiniert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt, wenn man von vorne guckt und mal oben abdecken würde, da würde man sich fragen, ist das jetzt vorne oder hinten? Ist das ein übergewichtiger Mensch oder was ist es überhaupt eigentlich? Schwingt auch so ein bisschen mit. Man könnte wahrscheinlich auch noch Münzgeld in der Hose verstecken. Das klackert dann auch ein bisschen da noch rum. Der Aladdin-Look. Das wird 2021 interessant. Ich glaube aber nicht jeder wird es tragen können. Seht ihr, wie das schön mitschwingt? Also, ich finde es einfach nur göttlich. Sieht aus wie ein Hungerhaken, der an einem Filmset ist und den Fatsuit erst halb angezogen hat. Ehrlich gesagt, ich habe die Beine von dem Typ. Gut, manche haben Beine, die sehen wirklich so aus. Das tut mir dann auch immer ganz schrecklich leid, aber schaut mal eigentlich, wie dünn der ist. Und dann die Beine einfach waden wie ein Pferd. Und sieht aus wie sonst eigentlich wie, könnte ja auch Teil von einer K-Pop-Band sein. Großartig. Und dann wieder der Dude. Der Dude sieht auch nicht ganz happy aus. Ganz happy sieht er nicht aus damit. Er fragt sich wahrscheinlich, wenn ich das Outfit morgen anziehe, muss ich dann die Fahrradpumpe irgendwie reaktivieren, um das Outfit aufzublasen, bevor ich es anziehe? Oder muss man es erst anziehen, dann aufblasen? Das ist richtig kompliziert eigentlich. Das erinnert mich an irgendwas. Da gab es mal solche Überzieher für Autositze. Die sahen auch so ähnlich aus. Das war so ein kleines Kügelchen und dann setzt man da drauf und das hat wahrscheinlich so ein bisschen Rücken bearbeitet, dass man, wenn man länger auf dem Autositz sitzt, dass es dann... Kennt ihr diese Dinger? Die sehen doch 1:1 so aus, oder? Also ganz happy sieht er auch nicht aus, ehrlich gesagt. Nächstes Outfit. Ich glaube, davon haben wir erstmal genug gesehen von dieser Kollektion, aber es gibt noch ganz, ganz viel weiteres zu sehen. Nämlich zum Beispiel dieses Outfit. Ja, das, was wir sehen, das ist noch unspektakulär, aber schaut mal, was als nächstes kommt. Kleider machen Leute, ja, oder Leute machen Leute. Man weiß es einfach nicht mehr so genau. Checkt ihr es überhaupt, was gerade hier abgeht? Also ich habe es erst nicht verstanden, aber wenn die sich dreht, dann wird es, glaube ich, klarer. Ah, die sieht man jetzt gerade nicht mehr, aber da kommt gleich eine andere noch. Das sind Menschen, die sich mit Menschen kleiden, aber mit lebendigen Menschen. Also, ich muss mal nochmal ein Outfit hersuchen und jetzt habe ich eins gefunden. Also so ganz bequem sieht es auch nicht aus, aber was man eine längere Wanderung vorhat und ja aus dem Kleinkindalter schon raus ist, dann gibt es ja eigentlich keine Kleidung mehr, die man dann tragen kann. Das ist, glaube ich, die gleiche. Die hängt da relativ regungslos da. Die Frage ist, ist es zwanghaft ein Partneroutfit oder kann man vielleicht auch so Schaufensterpuppen transportieren? Man weiß es in der Regel nicht mehr. Also völlig schräge neue Idee, aber ich glaube 2021 wird das Jahr, wo das gangbar wird. Also dem Outfit würde ich jetzt so eine 4 von 10 geben. Das kann man sich schon mal überlegen. Nächstes Outfit, und das wäre jetzt nichts für mich, aber da müsste ich Anna fragen, ob ihr das vielleicht stehen würde. Ja, das ist halb Boot, halb Kleid. Also es sieht aus wie ein umgekehrtes Boot, aber schaut mal selber. Also sieht ja schon grazil aus. Man kann sich das im Alltag nicht so wirklich vorstellen.
Ich glaube nicht, dass man das Outfit. Oh, die hat auch so Halsringe. Das gibt es doch so in so afrikanischen, ja, also in so Völkern oder indogene Völker, die sich den Hals so verlängern mit solchen Ringen. Das ist, glaube ich, da eine Anspielung darauf. Also, wenn eine Frau dieses Outfit so. Ja, zu einem Ball? Ja, eh nicht eigentlich. Oder tanzen? Kannst du mit dem Ding auch vergessen. Kino? Vergiss es. Schaut euch das Outfit mal an. Oh, mein Goldass ist abgebrochen hier. Entschuldigung hier. Geht einer mit dem am Kino vorbei oder tanzen? Kommst nicht mal durch die Eingangstür. Das sieht wirklich aus wie ein umgekehrtes Boot. Es ist, glaube ich, nur so zum Rumlaufen und sonst auch nichts damit machen. Völlig schräg, oder? Völlig schräg, aber irgendwie sieht es auch interessant aus. Aber ich weiß nicht, ob 2021 schon das Jahr dieses Kleides wird. Na, obwohl, 1,5 Meter Abstand kann man mit dem Ding spielend halten. Nächstes Outfit. Und jetzt kommen so langsam meine Lieblingsoutfits. Also dem letzten Outfit gebe ich also höchstens eine 5 von 10. Aber ich fand es mal eine Überraschung, dass es eigentlich relativ ansprechend war. Aber schaut mal jetzt, was jetzt kommt. Also jetzt kommt der Hammer. Seht ihr schon da hinten diesen? Also das ist noch nicht so schlimm. Das finde ich eigentlich okay, das Outfit. Das ist ein Kleid. Ja, mein Gott, es ist vielleicht ein bisschen freizügig, aber mein Gott, kann man ja mal machen. Schaut euch den Dude da hinten an. Weiß nicht mal, was der hat da. Sieht aus, als hätte er aus Schaumstoff eine andere Person ausgeschnitten und würde die auf dem Kopf tragen. Also so ganz happy sieht er auch nicht aus da mit seiner Entscheidung. Ich weiß nicht, ob der. Also farblich auf jeden Fall passt es perfekt zusammen, aber ja gut, vor der Sonne schützen tut es auch, aber also so richtig praktisch sieht es ehrlich gesagt auch nicht aus. Ah, Mann, 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 Mann. Aber 2021 könnte das Jahr werden, wo dieses Outfit mehr und mehr gangbar wird. Was sagt ihr? Ich würde sagen, diesem Outfit gebe ich für die Kreativität 7 von 10. Das hätte ich mir nicht mal ausdenken können, dieses Outfit. Aber meine Lieblingsoutfits kommen noch. Jetzt kommen die Top 3 der Outfits des Jahres 2021. Hier schon auf einer Fashion-Show 2019 vorgestellt. Aber ich würde sagen, 2021 ist das Jahr, in dem das Outfit richtig zünden wird. Aber schaut mal selber. Nein, es ist kein Ballon. Nein, es ist ein Outfit. Da kann man Luft rauslassen bei Bedarf. Solange kann man es einfach als Ballon tragen, dass man irgendwie unerkannt bleiben will. Und dann ist es total praktisch, weil dann geht die ganze Luft raus und zup, hat man ein angenehmes Kleid als Mann. Hat auch ein bisschen was von einer Aladdin-Hose von vorhin, aber es hat auch ehrlich gesagt, wenn man in Schwaben lebt, ich weiß gar nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber wir haben gelbe Säcke, in denen transportieren wir Kunststoffe, glaube ich, oder ja, Dosen teilweise auch. Die tun wir alles da rein, ist kostenlos zu entsorgen, wird dann abgeholt. Die gelbe Säcke, die sehen ungefähr so aus. Aber ich glaube, das ist nochmal. Ich glaube nicht, dass es aus gelben Säcken gemacht ist, fairerweise. Nächstes Outfit, da schiebt sich schon, verdunkelt die ganze Kamera, verschiebt sich schon das nächste Outfit hier rum, aber schaut mal selber an. Da gibt es noch mehr. Ist ja auch total praktisch, jetzt wenn man hier auf dem Laufsteg mal vorbei muss an allen anderen Leuten. Genau. Und dann wird auch aus diesem Outfit dann früher oder später die Luft rausgelassen. Zum Beispiel hier aus dem violetten Outfit. Jetzt hat es, glaube ich, schon aktiviert. Die ganze Luft geht raus und zack, ist man direkt schick angezogen, oder? Was sagt ihr? Aber diese beiden Outfits, die haben es leider nur auf dem Platz 3 geschafft und denen gebe ich vielleicht 7 von 10, würde ich denen geben. Also, weil sie schon irgendwie kreativ sind. Aber jetzt kommt mein Platz Nummer 2. Die sind beide aus der gleichen Modeschau. Und ich glaube, 2021 wird dieses Outfit richtig zünden. Es ist vor allem für Frauen echt praktisch, gerade wenn man
Frauen suchen ja selten irgendwas in ihre Handtasche oder so. Da kann man seine Arme einfach in, ja, es sieht so aus wie Frischhaltefolie einfach eintragen und den ganzen Tag eigentlich nicht mehr rausmachen. Ich sehe jetzt auch keine Chance, wie man jetzt so leicht seinen Arm da wieder rauskriegt. Aber an den Sommer ist auch gedacht, ein Schwimmring wurde integriert. Also ist gar kein Problem. Man kann sich eigentlich mit dem Outfit direkt ins Wasser stürzen, da kann man nie untergehen. Die Frau trägt es wirklich auch mit Fassung, muss man sagen. Sieht nett aus, wobei der Kopf, es sieht ein bisschen belastet aus. Sieht irgendwie so aus, als wäre es ein bisschen heavy, seinen Kopf zu bewegen. Also mir gefällt das Outfit total gut. Ich gebe dem Outfit 8 von 10 Punkten. Aber mein absolutes Top-Outfit, das ist hier gerade hinten im Anmarsch. Das kann man noch kaum erkennen. Aber das werde ich euch jetzt schon sagen. Das kriegt auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Aber schaut mal selber. Das hier ist kein Kamerafehler oder so. Das ist das Outfit. Da ist der Schwimmring nämlich auch integriert. Und ja, sonst sieht es ein bisschen aus wie ein Schnuller eigentlich. Aber so ist man doch eigentlich nett eingezogen, oder? Also gerade wenn man die Haare mal nicht gemacht hat und einfach mal trotzdem schnell auf den Supermarkt gehen will oder so, ist es ein Top-Outfit. Wird man eigentlich auch nicht erkannt. Gerade für Promis ist es perfekt. Ja, für Männer, eigentlich ist es Unisex, eigentlich können das Männer auch tragen. Man muss halt nur ja, ordentliche, schöne Beine haben oder so, also dann geht's. Das ist mein absolutes Lieblingsoutfit. 10 von 10. Mit Abstand. Mit Abstand kriegt das 10 von 10. Und wenn euch das auch gefallen hat, also mich amüsiert das immer köstlich, diese Haute Couture, dann lasst doch ein Like da und abonniert mich mit Glocke. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Macht's gut und ciao, ciao.